Also, Bischof, schnappen wir uns unseren Teil vom neuen Europa. Machen Sie die Armee bereit. Ich fürchte, daraus wird nichts. Die Offiziere weigern sich, unter der russischen Fahne zu marschieren. Scheißegal. Unsere Soldaten brauchen mehr als nur das Land, das wir ihnen zugeteilt haben. Sie brauchen Geld, Herr General. Dann drucken Sie welches. Das haben wir gemacht. Sie nehmen es nicht an. Muss ich Sie belehren, Major? Grundregel: Ungehorsame erschießen. So weit ist es also schon gekommen. Ein anständiger evangelischer Deutscher muss mit dem orthodoxen Kreuz rumlaufen. Er wird nicht mehr lange warten müssen, bis der neue Ataman uns befiehlt, auf russische Art zu beten. Stehenderweise. Am liebsten möchte ich zurück nach Hause. Nach Hause? Dann ist er nicht gebraucht. Alles angenehm? Na, sehen Sie, Bischof, unsere Armee ist nicht mehr hier.